Hallo und herzlich willkommen zurück bei Astroneer. So, wir haben die zwei Wolfram eingeschmolzen. Haben wir noch mehr Forschungsdinger? Wir brauchen eindeutig eine Forschungskammer. Tut mir leid. Okay, dann schauen wir mal in Richtung des Wracks. Was haben wir da oben hängen? Datterit, organisches. Ein Rover-Sitz, juhu. Was haben wir noch? Nix. Dann haben wir noch mehr Wolfram. Super, muss das Wolfram genau unter dem Wrack liegen? Scheinbar. Ich bin gleich voll. Schauen wir mal. Da liegt auch überall noch Wolfram. Okay, nett. Nein. Stell den mal darüber. Danke. So. Wolfram scheint hier recht einfach zu finden zu sein. Ich war schon voll, okay. Ich war schon eine Weile voll. Komm mit. So, dann geben wir mal Wolfram da rein. Und wünschen ihm viel Spaß. Wir schmelzen. Organische gehen wir mal da rein. So. Komm mit. Oder stell dich mal darüber. Da ist ja noch mehr. War da eigentlich noch irgendwas? Nee. Jetzt können wir das ruhig entsorgen quasi.
die Erde gebohrt. Da ist noch Wolfram. Die Felder sind recht groß, ja. Weiß auch nicht die Anzeige da. Da auch. Da auch überall. Aus, Leute, ich weiß nicht, wohin damit. Ja, ich könnte Schiff jetzt vollstopfen mit Wolfram und sagen, das war's. War aber nicht mein Plan. Ja, Aluminium können wir mal darüber hauen. Wolfram. Noch mehr. Ui. Komm. Wie war das jetzt? Schmelzofen haben wir ja. Erdzentrifuge, Aluminium, Gemisch. Okay. Wolframglas, Keramik. Wolframglas, Keramik. Okay. Das heißt, wir müssten schauen, ob wir den Rest auch noch finden. Aber wir haben von der Welt ja noch gar nichts gesehen. Felsen, da brauchen wir uns eine Weile durch. Ich würde sagen, wir gehen mal gezielt hier durch. Schauen, ob dieser Berg irgendwo aufhört. Ja, er hört irgendwo auf, aber ich habe keinen Sauerstoff mehr hier. Ah, okay. Machen wir hier noch größer. Gut. So, was haben wir hier? Da drüben haben wir das Artefakt. Da drüben bräuchten wir Strom. Da hätten wir noch mehr für Forschungskammern. Da haben wir ein Solarmodul und ein Solarenergiezell. Und viel Schutt haben wir da drüben. Die Pflanze schießt auf mich, ich weiß das. Nicht gern, dies nicht. Ammonium, okay.
Sie hat es nicht geschafft. Oh, schießen. Forschungsknödel. Würde dich gerne nehmen, aber ich weiß nicht, ob du noch hängst. So. Genau. Roll mal da lang. So, was brauchst du für ein... Das ist es nicht. Dann nehme ich an, es ist Wolfram. Zum... Wir haben hier wieder die Dinger. Es ist, wenn ich meine Landeplattform einmal daher baue. Ich meine, es wäre jetzt ein bisschen rumtragen nachher. Hm. Aber dann könnten wir mal ausprobieren, ob wir diese Steckverbindungen mit uns verbinden können. Mir gefällt der Wüstenplanet. Was haben wir da hinten? Machen wir das gleiche, okay. Erst einmal. Okay. Oh. Auch noch mehr zu schießen. Na, das suche ich ja gerade. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum kleinen. Wir gehen jetzt darüber und bauen uns hier auf. Muss sein. Wir könnten ja mal sagen, wir radigen hier. Also quasi von hier. Genau. Machen uns hier Platz für unsere Produktion. Ich meine, wir können alles tragen, inklusive dem Raumschiff. Machen wir hier die Landeplattform. Reicht schon da noch. Ich denke, das reicht. Gut, jetzt haben wir eh keine Erde mehr. So, kommen wir jetzt darüber. Im Prinzip, indem man am besten einfach hier irgendwo einen schönen Weg basteln. So. Okay. Wir können uns ja die Kurve hier sparen. Wir können eigentlich in die Richtung gehen. Oh, ich habe die anderen Verbindungen daheim. Also am Raumschiff in der Nähe. Okay, Moment. Wir entladen hier noch. Damit wir nicht alles mitnehmen müssen. Gemisch, Ammonium, Batterie. Das hier. Ne, den nehmen wir mit. So. Okay.
Dann müssen wir wahrscheinlich das Loch hier etwas vergrößern. Also wenn ich mit dem Raumschiff durch will, auf jeden Fall. Durchkommen weiß ich nicht. Warte mal, machen wir das auch noch weg. Grabe in den Gang quasi, ja. Grabe mir eine Autobahn durch den Feld. So. Also ich müsste jetzt zumindest bis daher mal mit allem durchkommen, außer mit dem Raumschiff. Das glaube ich, kriege ich da noch nicht durch. Ich als erstes einmal das hier und das hier mit und das hier. So, und dann überlegen wir uns, was wir mitnehmen. Kleinen Drucker auf jeden Fall einmal. Den kriegen wir nämlich recht schön eingesteckt, genau. Das Ding hier könnte man vollpacken und dann auch mitnehmen. Könnten wir das einmal so rüberbringen. Und dabei eventuell einen kürzeren Weg nehmen. Wir wollen ja im Prinzip da hinüber. Einmal. 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 Kein Sauerstoff, okay. Aber ja, es geht ohne Probleme. So. Einmal ablegen. Einen Drucker. So. Oh, den haben wir gar nicht vollgeladen. Gut. Geht sich aber mit dem Sauerstoff ganz locker aus. Wir könnten hier mal einsammeln. Mhm. Waren ich auch noch zwei, drei Sachen, die wir mitnehmen wollten. Das hier zum Beispiel. Dann könnten wir da drüben anfangen, die Verbindungen weiterzubauen. So. Wie sind wir da durchgegangen? Einfach nur da. Einmal. Nochmal.
Nochmal. Nochmal. So verbunden. Ja. Okay, bringen wir das Solarmodul mal rüber. Einmal. Den Forschungsknödel können wir auch noch hochheben. Na komm. Eine Plattform drüben. Frage ist nur, was für eine Plattform nehmen wir als erstes? Der mittlere Drucker bringt mir nicht viel. Ach, nehmen wir mal das damit, würde ich sagen. Die eins der größten. Wir könnten ja theoretisch so weiter mitnehmen. Muss ich wahrscheinlich... Ich muss nicht drehen. Schauen wir mal, ob wir durchkommen. Wir kommen durch. Sehr gut. Holen wir die andere. Holen wir die auch noch durch. So, schaut gut aus. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die dann da drüben anschließen kann. Und vor allem, was passiert? Wir haben jetzt keine Energieversorgung noch mit. Uns diese Station Energie bringt. Ist es nicht. Mit. Ja. So. Was müssen wir damit machen? Gut, dann holen wir mal weitere Stationen rüber. So, die Schmelze stelle ich jetzt erst einmal einfach hier hin. Den Drucker stellen wir daneben, aber so, dass er dann noch drucken kann. Gut. Dann könnte man hier vielleicht noch ein bisschen aufräumen. Man sieht schon gut aus. Forschungsproben.
ja gar nicht mitkriegt. Das ist eine Forschungsprobe. Steckt man die mal da her? Das ist auch eine Forschungsprobe. Interessant, okay. Kommt das schwierigere Problem? Wenn ich nicht die Sauerstoffversorgung aufhebe, die Energie. Dann haben wir ja keine. Ah, okay, gut, so geht's. Das heißt, ich muss sie nur in der Nähe vom Kabel lassen. Ist okay. So. Kann ich das da reinstellen? Haben wir schon eins weniger. Das nennen wir dann Großumzug. So. Dann bin ich gespannt, was wir da drüben alles anrichten können. Niemals dürfte ich das Ding durch das kleine Loch bringen. Na, mal schauen. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen und das auch schon. So. Das auch. Bringen wir mal die drei rüber. So, jetzt ist die Sauerstoffversorgung dran. Na komm. Ja gut. Und jetzt ist das Schwierigste dran. Ich krieg das Ding da durch. Cool. Vielleicht. Moment, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich es in der Hand habe. Okay. Ja, es ist durch. Okay. Nehmen wir gleich mal mit. So. Bleibt dran. Ich stelle mir jetzt mal daher. Bleib stehen. Sauerstoffversorgung. Mit. Gut, Sauerstoff. Darunter. Energie auch. Sattel. Komm mal mit. Yeah. Stell ich mal daher. Danke. So. Rum darüber. Okay. Kommt dann gleich das Interessante, nämlich was passiert, wenn ich meine Stromversorgung an das anstecke. Mhm.
stellen wir es erstmal mal daher. So, Strom. Na komm. Na komm. Sehr gut. Ich habe hier alles zugestellt. Sehr geschickt gemacht, Arno. Sehr geschickt. Sieht sich so nicht aus, okay. Gut, egal, machen wir gleich. Erst einmal brauchen wir hier noch Platz. Und das Raumschiff brauchen wir auch noch. Jetzt muss ich ja stückchenweise rüberholen. So. Das können wir noch abholen. So. Okay. Das Raumschiff stellen wir jetzt erst einmal hierher. Warte mal. Bleib stehen. Rover sitzt, können wieder raus. Okay. Ja, wunderbar. Okay, jetzt müssten wir uns damit beschäftigen, wie wir aufräumen hier. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da stelle ich das jetzt irgendwie sinnvoller hin. Ich weiß noch nicht genau wie. Also, dann tschüss.